Hi. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Thimbleweed Park. Ich hoffe, die bisherigen Folgen haben euch gefallen. Ich gehe mal davon aus, dass es so ist, weil sonst würdet ihr hier nicht reingucken. Wir haben einiges geschafft in der letzten Aufnahmesession und jetzt versuchen wir, ein gutes Stück weiterzukommen und schauen wir mal, wie es wird. Also das, was ihr hier seht, wir haben hier oben in der Ecke, wir haben unseren Agentenfall abgenommen. Wir haben ihn abgeschlossen. Und jetzt gucken wir mal, welche Ziele wir hier noch haben. Wir müssen herausfinden, was mit Dad passiert ist. Also Dolores möchte das gerne herausfinden. Den Schlüssel zur Kissenfabrik besorgen. Einen Anwalt dazu bekommen, das Testament zu eröffnen und 21 weitere Staubkörner sammeln. Der Nachteil ist, wir hatten ja schon ganz viele und ich hätte sie, glaube ich, abgegeben mit meiner Scully. Aber die sind ja leider jetzt raus aus dem Spiel. Okay, schauen wir mal weiter, was die tun kann. Oh, ein weiteres Staubkörn. Schauen wir mal hier, was dieser junge Mann hier möchte. I can't believe I got over again. What did I do to deserve this treatment? All I wanted to do was entertain people and make them laugh at the stupidity of stupid people. Ach ja. I feel like there's a lesson in all of this, but you, I'm Ransom the Clown. Tja. It's all that Franklin's fault. He was gonna talk to Chuck about putting my new high-tech Ransom the Clown licensed dolls into production at the old pillow factory. Then he flaked out. He's probably in Mexico skinny dipping with my ex-wife. Oh, hat aber schon sehr negative Grundhaltung. Okay, I need to break into that pillow factory and see if my prototype Ransom the Clown doll is still in there. My comeback depends on it. You! Gut, schauen wir einfach mal rein, was es so gibt. Ne? Versuche, das Make-up loszuwerden. Das würde halt schwierig sein. Brich in die Kissenfabrik ein. Besorg dir den Schlüssel für das Fabriktor. Sammle 20 und mehr Staubkörner. Das ist auch irgendwie bekloppt. Okay. Was haben wir denn hier? Anti-Juck-Creme, Schachtel. It's a box with a crank on it. Käse haben wir noch. Gucken, ob wir irgendeine andere Chance haben. Ah, die ThimbleweedCon hat begonnen. Das ist gut zu wissen, weil... I can't help but feel there was something suspicious about Uncle Chuck's death. He was a bit eccentric, but deep down he had always been a caring and thoughtful uncle. But in the last few years, he became obsessed. And more than usual, with that pillow factory. I need to get inside and see if anything in his old office will help me make sense of it all. I owe it to him to find out what happened. Okay, also nichts Neues. Ne? Komm in die Kissenfabrik, aber wenn wir den Schlüssel dazu haben wollen. Aber der Nachteil ist, also hätte ich das gewusst, ne? Wir haben halt... Oh, es gibt eine Cutsequenz. Here goes nothing. I'm checking in. Certainly, Abu. Here is your room key. Oh. Not long now. Sie sind wieder da. I'd like to check in, please. Certainly, Abu. Here is your room key. Oh, oh. So. Okay,
Wir sind also hier, wir sind wieder da, wir haben die Staubkörner und das, was ich mir gerade, die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, nämlich es ist schade, dass die alle Landkarten haben und die anderen Charaktere nicht, hat sich gerade erledigt. Das ist ja praktisch. So. Oh, dann gucken wir mal, was die vorhaben. Was wollen die denn? Die haben keine To-Do-Liste. Also auch der. Wir haben doch alles erledigt. Und ich kann aber keinen anderen auswählen. Warte. 702. Die ist also in 27. Der ist in... Oh, 12. I need to check my messages before I head out. You have one new message. Aha. Message one. You know who this is? You must be close to achieving our goal. We sent a package to the front desk for you. It is required for the next stage. Sayonara. No more new messages. Oh. You have one new message. Das ist aber message spannend. One. Hola, soy mamá. ¿Recuerdas la vieja promesa que me hiciste sobre papá? He enviado un paquete a recepción. Es vital para nuestro plan. Come bien, llámeme pronto. Estoy preocupada. Un beso. No more new messages. Na gut, dann gehen wir halt mal nach unten. Here's your package, Abu. Thank you. Oh, oh. Jetzt treffen die unauffällig auffällig aufeinander. Ob sie sich erkennen? Oh. This is just great. Is that you, Reyes? No, I'm not Reyes. Drop the act. That's the worst disguise I've ever seen. Then I guess you haven't looked in the mirror lately. Touché. What are you doing back in town? I knew something was up with you. Same here, Sherlock. I don't think either of us were being honest. I think it's time we came clean and told the truth about why we're in Thimbleweed Park. Yeah. You first. Okay. I'm investigating the old pillow factory fire that killed my father. I was wondering why you kept asking about the fire. I figured it was just some perverted pyro fetish. My father was a security guard there. How old were you? I was only 5. Okay, ich frage mich gerade, ob es dadurch möglich ist. Ui, die Charlotta. Vielen Dank für den Host. Freue ich mich drüber. Danke. Ich frage mich da gerade drüber. Also, oder ich frage mich nicht darüber, sondern ich frage mich generell. Kann ich die Geschichte ändern, indem ich da eine andere Antwort gebe? Das wäre echt spannend zu wissen, ob das so ist. He was made the scapegoat and the fire blamed on him. Clearing your dad's name is a very noble cause. I'm sorry I've given you such a hard time. I need to get into that factory. I'm sure there is evidence in there that will clear his name. Now, why are you really here? Well, das ist jetzt echt die Frage. Sollen wir das zugeben? Na komm, sie hat mir doch eine Hand. I'm here to find the secrets to the Pillow Factory AI for the NSA. It involves top secret national security. That's pretty important. Sounds like we both need to get into the Pillow Factory. Let's work together on this one. Total honesty. Wow. National security. That's some heavy NSA stuff. Let's split up. It will go faster. Good idea. Ma'am, I have a package aboo for you. Und wieder die Beobachtung. Und sie haben sich halt zu erkennen gegeben. Das ist natürlich auch schwierig, oder? So, dann...
in die Kissenfabrik, das Tor. It's addressed to me. I've been waiting for this. Ja, dann mach's doch auf. Perfect. It's a special tool for a special use. It's a very strange-looking tool. I'm sure it has a very important use near the end of the game. Ich fürchte auch. Oh Gott. Naja, gut. Ob man damit... Ich weiß nicht, ob man damit die Tür aufmachen kann. Oh, wir können wieder alle spielen. Finde Spuren, dass die, dass Dad nicht das Feuer verursacht hat, gelange in das Innere der Kissenfabrik. Besorge den Schlüssel zur Kissenfabrik und sammle 20 Staubkörner. Oh Gott. Naja, gut. Dann öffnen wir das mal. Yes, it's my father's watch. It's my father's old pocket watch, but it's broken, and only a professional will be able to fix it. Aber der ist ja nicht mehr da. Na gut. Dann wo sind die denn alle? Ist der nicht mehr im Hotel? Nee, der ist. Hm? Wo ist der denn? Ja, genau, das weiß ich, dass du hin musst. Deswegen möchte ich ja. So, also ich möchte, dass Reeves. Calling all geeks. ThimbleCon 87 is now open. Sehr schön. What the f***? You can't carry this. Ja, gerne. Habe ich echt voll gerne gemacht. So, die ist im Hotelzimmer. Ach nee, dann machen wir lieber andersrum. Das die. Doch, die hat noch die Karten, ne? Super. Zack. Die geht mal eben schnell zur Hauptstraße, damit jeder von denen einen so eine Karte hat. Thanks a lot. Super. So, jetzt kann Dolores zum Hotel gehen, denke ich. Das wird eine gute Idee sein, weil von da aus sollte es, denke ich mal, möglich sein, dass die auf der Con den Anwalt trifft. Auf normal, oh, stehen hier alle rum. Ich bin mal gespannt, wie das so aussieht. None shall pass without showing me their ticket first. Oh, and welcome to ThimbleCon, of course. How can I get a ticket? The radio is doing a competition to win tickets. You could try your luck by calling up when they announce it. Ist das furchtbar? Okay. Ich brauche also eine Karte für die ThimbleCon. Wo finde ich denn ein Radio und ein Telefon? Wo war denn Radio gibt es ja in mehreren. Ah, im Hotelzimmer. Wir suchen uns einfach mal ein Hotelzimmer aus, würde ich sagen. Ich lasse mir mal, also der Reese, können wir einen Blick reinwerfen. Oh, der muss auch Karten gewinnen. Na gut, eigentlich braucht er ja nur eine Karte. Und der ist in Etage 7. So. Dann kann der sich ja darum kümmern, finde ich, oder? Ne? Also meistens gibt es ja zwei Tickets zu gewinnen. 702. Na gut, dann gucken wir mal, dass der nutze. Zimmer für das Zimmer. So, dann machen wir das Radio an. It's turned off. Gut, dann machen wir es einfach mal. Hello, 98.7 FM KSCUM listeners. DJ Cassie here. We interrupt our hostile takeover of the airwaves with this important announcement. I have 4 free ThimbleCon 87 tickets to give away. First caller who can answer our trivia questions wins. And now back to our regularly scheduled hostile takeover. Ja, toll. Ah, wie heißt denn das Radio?
Hätte ich vielleicht irgendwann mal aufpassen sollen, oder? Radio steht hier nicht drin. Schau, müssen wir nochmal ausmachen, ne? Also, sollten wir mal machen und dann kriegen wir da irgendwie... Hallo? Wie kann ich ihn anrufen? Habe ich mir natürlich überhaupt nicht gemerkt, ne? Das gebe ich echt zu. Es ist eine ganz schön blöde Idee. Wie das Radio heißt. Gar keine Ahnung. Naja gut, dann hoffen wir mal, dass die ihre Dauerschleife unterbrechen. Ich fürchte, das wird nicht passieren. Okay, die will auch Karten gewinnen. Dann gehen wir einfach mal... Ich glaube, irgendwo, entweder oben war ein Radio. Und die hat ja ein Handy. Da muss ich irgendwie... Tickets. I can't turn it off. The knob is missing and the radio is bolted to the cabinet. The sheriff left it on as a form of torture. I'm innocent. We got a confession. You're swinging, murder boy. Okay, das ist doch gar nicht. You were a watch repairman. Yep, the best thimbleweed had ever seen. Yeah. Society's elites would come from all over the county to get their fiddle plucked or their ja cool. Cogs cranked by old Willie. Gross. Na gut, irgendwie müssen wir anders an die Telefonnummer kommen, denke ich. Aber der könnte ja einfach mal zum Sheriff gehen, weil vielleicht schaffen wir das ja, dass der uns die Uhr repariert, ne? I'm innocent. If you didn't do it, a jury will find you not guilty. I heard you used to have a watch repair shop. Can you fix this watch? Why should I? Considering I'm only locked up because of you. Ja, vielleicht. If you fix the watch, I promise I'll prove your innocence. Well, let me see. Also ist zwar gemein, aber. Well, that's a strange looking watch. I'm sure I can fix it. But do you think I can fix it with my teeth? Come back when you have some proper tools. Tja, jetzt ist das die Frage. Ist das die richtige? Es wird ja irgendwo ein passendes Werkzeug geben, ne? Müssen wir mal gucken. Gut, kann die Tickets gewinnen? Die kann es bestimmt, aber... Wir gucken uns das mal an. Thimbleweed Park's second largest nerd and geek convention. Listen to KSCUM to win free ThimbleCon 87 tickets. Ja, das ist doch gut. Also kann ich ja einfach mal reingucken. Den schicken wir mal auf sein Hotelzimmer. Ach, hier ist doch auch ein Telefon. Nee, war es kein Telefon. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf und versuchen da was zu finden. Geh da rein. Fahrstuhlknöpfe, Etage 7 und hoch. Es haben ja mehrere Leute das gleiche Ziel, ne? Also da müssen wir gucken, wie die vielleicht ganz gut zusammenarbeiten können. So. Hello, 198.7 FM KSCUM listeners. DJ Cassie here. We interrupt our hostile takeover of the airwaves ja, with this important announcement. We have four more free
ThimbleCon 87 tickets you can win. First caller who can answer our trivia questions wins. Jetzt ist natürlich and now, die back to our regularly scheduled hostile takeover. Okay. Ich hoffe, dass sie im Telefonbuch stehen. Da. 7286. Ich schreibe mir das wieder auf. Ich kenne mich ja. Ich bin ja echt verschallert, was sowas betrifft. Okay, und dann rufen wir mal an. 72, 86. Oh, oh, und? Hello, caller. You're live on KSCUM. Hello. Correctly answer 2 out of 3 questions to win 4 ThimbleCon 87 tickets. Your first question is... Fill in the blank. This is your brain. This is drugs. Blank. That's correct. Here's your second okay, question. Okay, that's fine. Who said, Mr. Gorbachev, tear down this wall? Ronald Reagan, glaube ich. You got it right. And your final question. Who played Marty McFly in Back to the Future? You got it. Woohoo. Let's see how you did. You got 3 out of 3. A perfect score. You win 4 ThimbleCon 87 tickets. You can pick them up at the Edmund Hotel front desk. Sehr gut. Ah, das war ja einfach. Also ich hatte... My name? Thank you and congratulations. Ich sollte mir das merken. Also, aber gut, ne? Also ich habe gedacht, das geht eher in die Hose. Das ist richtig schwer. Ne? Also. Aber habe ich ja dann ganz gut gelöst, glaube ich. Gut, dann geht's zurück zur Lobby. Ja, komm, wir haben Tickets. Wir können da jetzt rein. Und manchmal muss ich auch nur richtig klicken, dann geht das auch. So, und runter geht die Fahrt. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir denn weiter nach oben? Also, es ist ja da noch irgendwie Aufgabe, nach ganz oben zu kommen. So. Lieber Manager. Welcome to the Edmund Hotel. Most beautiful hotel Abu in the Tri-Thimbleweed Park County area. Ja. How may I be Abu of service? There should be some ThimbleCon tickets in my name. Yes, I do have tickets from the K-Scum Abu Trivia Contest. Richtig. What is your name, Abu, please? Ah, yes, here's your name, Abu, on the list. How else may I be Abu of service? I'm nö, going to check eigentlich out your wollen wir nichts mehr life. Weiter, denke ich, goodbye. Oder? Have a nice so, evening, Abu. Tickets, dann gib ein ThimbleCon. Und Ransom den Clown. Ja, dann machen wir das nicht. So, du kommst auch mal ins Hotel. Stell ich mal brav hier hin. Und die ist auch schon hier. So. Und dann gib ein Ticket an Ray. Whatever. Und gib ein Ticket an Dolores. Thank you. Ja gut, Dolores, du hast den wichtigsten Auftrag. Der Anwalt wird nämlich da sein, hoffentlich. Und du musst den Anwalt bequatschen, ne? Shut up in there! Superman would totally fry Batman's ass. Ja, oh Gott. None shall pass without showing me their ticket first. Oh, and welcome to ThimbleCon, of course. Da. Here's my ticket. Thank you. I'll take the tickets for your friends while you're here. Saves time so you can live long and proper. Prosper. Da ist der Do you Anwalt. Need some cosplay advice? Oh, hi, Dolores. What brings you back to Thimbleweed Park? I need you to read Uncle Chuck's will. Chuck never paid me to read his will. My fee was $15,000 and I didn't see oh a God. Cent of that money. I'm sure he must have paid you.
It's not like Uncle Chuck to forget something like that. Yeah. My apologies. I'll go to the Mansion right away. Super, dann haben wir das schon mal erfüllt. Dann können wir hier weitergehen. It's a character from the upcoming adventure game called Robot Island. I'm trying not to be convinced into buying any more figurines. I'm trying not to be convinced dann into buying wir uns any more figurines. Dann schauen wir uns die doch mal an. Warte, wo ist denn anschauen? Just like the ones in my old bedroom. Ja. He's got a rare South African soccer player that I don't have. Starships in bottles, handmade. Yeah. How do you make the starship so small? I use the same tools as jewelry and watch repairers do. They allow me to carefully place each photon torpedo. Can I borrow your jewelry tools? Despite not having the requisite plus 5 dexterity to wield them, I might loan you the tools if you can get me some dinner. What do you want okay, in exchange ich muss for your also tools? Ein Abendessen well, I'm really craving a hamburger. How about a hot dog? No, definitely not. A hamburger is what I need. Get me a hamburger and I'll see what I can do for you. Sehr gut, okay. Was kosten How denn die Raumschiffe? How much do your starships cost? More than someone in your pay bracket can afford. But today we're doing a special deal. If you can answer me this one question, you will get a free starship in a bottle. What is the question I need to answer to get a free starship? Warning! You only have one chance to get this right. Which is the best science fiction show ever made? Ja, dann nehmen wir das doch einfach mal. Also, wir sehen ja, der hat eine Next Generation Uniform an. Außerdem nennt er sich Sexy Riker. Also gehen wir mal von Raumschiff Star Enterprise. Trek. Congratulations! You've won a replica of the Starship Isabella. Super, dann Bye. Haben wir doch. You will not find better starships in a bottle. The plaque says it's a tiny replica of the Starship Isabella in a bottle. I feel like this Spock cosplayer is ahead of our time. I feel like this Spock cosplayer is ahead of our time. Books oh, on UFOs, animation and puppies. Warum kann ich hier mit dem Zettel nicht? Oh, guck mal hier. Ugh, I'd love to talk to him, but I'm too shy. What with him being famous and all. Oh, cutting-edge computer technology. It's a puzzle dependency chart. The secret to adventure game design. Oho, das ist ja cool. Also so wird das gemacht. Hey. Getränke. Da ist wieder so ein Geist. Oh, noch mehr Leute. He's Corey! And he's Corey! And not to be a rude ransom, but we're trying to get into character for the lookalike contest! Yeah, so get out of here! Good one, Corey! For a moment I thought you were Ransom the Clown! Dann gehen wir doch mal rein. Nothing's ne? happening until they get enough contestants for the Ransom lookalike contest. Oh, wir können jemanden den Treff drücke. Guck mal, die Knöpfchen neu. Gibt sonst noch irgendwas hier? Nö, aber wir können natürlich dann probieren wir doch einfach mal, ne? Wenn wir doch schon Ransom the Clown sind, dann sollte das was werden, oder? Hi. Anything I can interest you in? I'm selling comics, D&D manuals and original Star Trek spec scripts. I teased a guy to tears over D&D once. Okay. The big guy in the red spandex might be interested in the Star Trek scripts. Okay.
Ja gut, der ist ja ganz cool drauf. Kann ich eigentlich hinten mit dem Batman reden? Da ist ja jetzt... Pew, pew, pew! He's Corey! And he's Corey! And not to be a rude ransom, but we're trying to get into character for the lookalike contest! Yeah, so? Get out of here! Good one, Corey! For a moment, I thought you were Ransom the Clown! Amateurs. Wow! No need to start swearing. And get a better costume! It's like you're not even trying! Ooh, burn! Wir gehen einfach mal hin. I need my joke book in perfect condition before I enter the contest. Das ist jetzt aber schwierig. Okay, wir brauchen also... Vielleicht ist das noch im Zirkus irgendwo? Wie? Mist. Oh, Staubkörner. Warte, eben einmal zurück. Staubkörner einsammeln. Nimm Staubkörner. Okay, gehen wir hier hin. Ne, die brauchen wir ja nicht mehr. In perfect condition. Naja. Hauptsache, du kannst ja lesen, also so viel. It's empty. The rats and I clean. That's where the midway used to be. Now it's my garbage dump. Na gut, dann suchen wir mal weiter. Vielleicht finden wir das ja. Hinten am Bühneneingang oder so. Nee, das ist nur das Telefonbuch. It's my empty Ransom the Clown swear jar. It stays empty now, oder hat das wieder versteckt? No, I can't open that. There's an inch thick layer of dust on it. Yeah, that's not gonna work. Noch mehr Staub, aber nirgendwo. Erstmal nirgendwo die Dingens. Also, das Witzebuch, das wir irgendwo finden müssen, ne? Aber vielleicht hat er es wieder in sein Tresor eingepackt. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Quietschen, ne? Dann ziehen wir mal am Poster. Jetzt hab ich... It's my joke book. Ja, dann nimm's. No need to keep it locked up. Who'd wanna steal it? Aber dann nimm es mal. Super, was ist das denn? It's a page from my joke book. Dann nimm das auch. Warum? It's a page from my ja, das weiß ich. Nimm die alle. Warum hat er die einzeln? Damit wir die zusammen kriegen. I don't wanna pick that up. It's my joke book, but there are four pages missing. Ja, die haben wir ja jetzt. Na, gucken wir mal, ob das ganz einfach geht. Got the page stuck back into the joke book. Okay, das wird also wahrscheinlich. Got the page stuck back into the joke book. Got the page stuck back into the joke book. It's my joke book in perfect condition. If you don't mind hamster crap. Okay, wahrscheinlich ist das jetzt einer dieser Punkte, wo ja, auf denen man dann, wenn man es auf schwer spielt, diese Seiten viel aufwendiger finden muss. So, während Ransom angefangen hat, den Staub einzusammeln, würde ich mal sagen, liebe Leute, diejenigen, die das auf dem Kanal bei YouTube oder bei Twitch als Video gucken, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und es geht dann weiter für euch in 2 Tagen. Für diejenigen, die jetzt live sind, geht's sofort weiter. Ciao!